Couch, das brauchen wir nicht, hab ich schon. Alter, wie viele Garagen die haben, Mann. Alter Finne, ey, alter Finne. Aber guck dir an, wie viele hier sein müssen, wie viele Spieler, ey. Boah, ey. Ich würde lachen, wenn es in 7 ist. Hier, scheiße. Hast du was gefunden? Wenn wir deinen eigenen Clan beklauen. Hier außen ist nichts. Okay, komm, lass uns weg hier. Jetzt aber weg. Habt ihr da hinten die Zelte angeschaut, ja? Ja, ab zur Basis. Wo bist du, Tulu? Hier, vor euch. Du hast eine Karte. Ja, kommt mit. Ja. Ich lauf straight drauf zu. Gut. Ach du Scheiße. Boah, ey Leute, das ist Hammer. Macht so Bock, ey. Wie viele Garagen die haben, Mann. Ey, wir irgendwann mal, wenn wir ein bisschen, wenn wir tatsächlich mal Häuser da haben und ein bisschen Equip, dann können wir hier echt mal warten, bis da ein paar Leute sind. Und dann warten wir, Alter, bis die Häuser aufsperren und bam, bam, bam. Oh, campen richtig. Ist jetzt vielleicht blöd, dass ich das hier in der Aufnahme angekündigt habe und die Leute, denen die Häuser gehören, jetzt Bescheid wissen. Ja. Aber egal. Aber warte mal, kennen die Leute überhaupt den Server, wo wir spielen? Überwiegend, ja. Ja. Was ist das da unten? Beim Leuchtturm? Rote Ziege, glaube ich, oder? Hä? Ein Skelett von einem Tier? Was? Moment. Tatsache. Habt ihr wieder heimlich irgendwas getrunken? Oh nee, Leute, komm, erstmal hier. Erst komm, zur Basis. Zur Basis. Jetzt nicht nochmal ablenken lassen. Zur Basis den Scheiß in Sicherheit bringen. Hoffentlich ist es überhaupt in Sicherheit. Wenn das jemand klaut, dann rage ich richtig, Alter. Wir haben eigentlich ein Scheißversteck. Eigentlich ja. Ja. Aber es ist halt praktisch. Ja. Es sagt ja keiner, dass wir da oben auch unsere Häuser hinklatschen müssen. Ja. Ja. Wenn wir jetzt erstmal ein Haus hätten, dann wäre alles cool, weil da könnten wir da drin sicher verstauen. Da könnte keiner klauen. Ja. Richtig. Ja, ja, klar. Und wir brauchen noch so viel. Wir brauchen Holz, wir brauchen Steine, wir brauchen noch einen Zementmischer. Ich bin am Ölen wie Sau, ne? Hier geht's eigentlich. Scheiße heiß in Deutschland momentan, ey. Mein gut, zwar Sommer und so, aber für Zocken und Schlafen ist es nicht so cool, finde ich. Der redet jetzt ernsthaft übers Wetter? Ja, ja, weil wir wieder einen Weg vor uns haben. Wie wär's, wenn wir einfach unterbrechen, dann kannst du dir dieses dumme Blabla sparen. Okay. Bis gleich, Leute. Ich bin zwar wirklich am Ölen, aber gut, ja. Ciao. Fetter Hubschrauber, alle in die Büsche. Oh fuck. Oh fuck. Ich kriech hier einfach nur. Noch sieht er uns nicht. Ich hab Angst. Oh fuck, das ist glaube ich dieser Russen-Heli, Mann. Der kann nach vorne und hinten schießen. Wenn der kommt. Das sind bestimmt die von der Basis. Die wissen, dass wir geklaut haben. Und suchen uns jetzt. Der Bloki hat uns bestimmt verpetzt. Er ist ein Überläufer. Ja. Weißt du das? Nein, natürlich nicht. Der fliegt so hoch, ich sehe ihn nicht. Wie hoch? Er fliegt gar nicht so hoch, er fliegt voll tief. Hast du ihn? Ach, da hinten ist er! Tiefer als wir. Da hinten, Tatsache. Das ist ein Huey, das ist gar kein Russen-Heli. Der schießt. Und der zieht los. Ja, komm, weiter. Okay. Ja, Aufnahme können wir jetzt laufen lassen, ne? Wir haben nur noch 150 Meter. Ja, da unterhält man sich ganz friedlich ohne Aufnahme. Eieiei. Und dann kommt auf einmal ein Jedi. Ich muss mal kurz unterbrechen, ich habe Hunger. Ich blinke. Oh, drüber gestolpert. Bis du dir die Beine brichst. Ja. Hat er gerade die Bahn auch schon geschafft, würde, als er an mir vorbeilaufen wollte. Das passiert gerne mal, wenn Tulu in der Nähe ist. Der beinbrechende Knochenbrecher. 50 Meter bis zur Markierung, aber wo ist unser Lager? Verdammt! Hinter dem Stein sein. Auf seiner Seite. Ha, hinter dem Stein. Ja, ha, 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 welcher Stein? Ha, 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 ha. Ich hoffe hier. Ja. Da, Motorrad, jawohl, da sind wir richtig. Yay! So, lieber Bloki, das ist unsere große Basis. Unser hölzernes Dreieck. So. Zement, Rainer. Alter, wir haben doch schon 4x Zement, wir haben jetzt 5. Passt doch. Je mehr, desto besser. Ich glaube, wir machen nur 4 fürs Haus. So 1.
Schauen wir in die Stadt vor uns wieder. Willst du jetzt nochmal nach deiner Leiche schauen, Gröntelbart? Das wird sich nicht lohnen, glaube ich. Die wird weg sein. Nein, nicht droppen, die Hatchet. Moment. Ja, ihr equippt euch mal, ich check mal da vorne die Stadt ab. Mit dem Verdammte Fernglas. Hatchet hin, das darf nicht wahr sein. Ist sie im Zelt? Irgendwie nicht. Ist sie im Arsch? Irgendwie nicht. Hast du Antibiotika, Tudu? Nee, ich hab dir meins gegeben. Gut, ich nehme mal einmal Antibiotika mit. Wir haben nur noch einmal hier drin, aber. Ja. Was willst du machen? Wehe, du stirbst damit. Bloki fängt das Husten an. Achie, warte mal, wir achie, haben einmal Scrap Metal. Hast du ein Dingens, hier ein Tool? Ja. Dann reparier doch mal unser Moped ein bisschen. Wenn du Bock hast. Ach, das ist so Vintage-Style, ne? Dafür verschwenden. Wieso verschwenden? Ich möchte jetzt eure Planerei nicht irgendwie stören, aber es ist ein Zweisitzer. Ja. Ja, wir nehmen das jetzt auch nicht mit. Das ist ja viel zu schade. Ja, dann bauen wir es jetzt auch nicht ein. Das wäre viel zu schade. So. Hat jemand von euch eine Map? Nee. Super. Also ich habe jetzt halt die CZ. Und okay, ihr habt jetzt die Wahl. Wir haben in der Nähe ein Airfield. Wir haben in der Nähe die motherfucking Airfield. Riesenstadt Sabine. Airfield. Sabine ist natürlich auch nett. Wir haben Beilof. Ja, nette Frau. Wir haben andere kleine Städte. Ich würde sagen, wir gehen sofort nach Beilof. Ist doch hier vorne, oder? Oder was ist das für eine Stadt hier vorne? Nein, vor uns ist Boje. Gesundheit. Gehen wir halt dahin, wo es am nächsten ist. Gehen wir da gehen erstmal der Runde. Ja. Einstimmig entschieden, so. Danke. Einstimmig überstimmt, ja. So. Das ist übrigens die Stadt, wo du gestorben bist, Grandl, ne? Okay, dann können wir vielleicht doch noch versuchen, meine Leiche wieder zu finden. Mein Gott, wenn du einmal deine Meinung beibehalten würdest. Auch wenn es einen. Ja, hätte ich gewusst, dass das so nah ist, Tudu, du hast mir das wieder nicht erzählt. Und jetzt weiß ich auch, was du meintest mit der Berg muss da sein. Ja, klar ist der Berg da. Aber guck mal drumherum, das sind überall Berge. Ja. Ne? Darum habe ich ja nach Steinen gefragt. Da sind überall Steine drauf. So, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ja. Ich will nicht nochmal ohne meine CZ verschossen zu haben, hier sterben. Ne? Ja, ja. Und wenn es einer von uns sein muss, ne? Stechen? Schießt. Aber mach ich jetzt mal nicht. So. Keiner sagt was? Ja, alle konzentriert. Bloki, hast du eine Ahnung, wie man das mit dem Zeroing macht bei der CZ? Ich habe ja dieses Bandit-Symbol oben rechts. Ja genau, Bloki kann er minimieren, dann nimmt er nichts auf. Schau mal schnell im DayZ-Wiki nach, auf was die gezeroed ist. Ja. Die CZ. Wie ich die viel zu laute scheiß Musik hier hasse. Aber deswegen wissen wir noch nicht, was du hast, weil du hast ja schon dran rumgedrückt. Ja, aber jetzt habe ich sie ja neu ausgewählt. Also neu ins Inventar gepackt. Okay. Meinst du, die ist wieder auf drei, auf Standard dann? Ich habe die doch erst aufgesammelt. Aus dem Zelt. Ja, und was nützt dir das dann, wenn du weißt, dass sie zum Beispiel auf 300 gezeroed ist, wenn du nicht weißt, wie weit dein Gegner weg ist? Weil keine Nametags mehr da sind? Genau, Standard ist 300. Okay. Das kann man ja ungefähr, 300 kann man ungefähr abschätzen. Finde ich. Also, ist nicht so einfach, aber es geht halbwegs. Okay. Na, dann gehen wir mal weiter, ne? Gut. Also so die klassischen Ziele, ne? Hier Kirche und Penis. Ja, die tödlichsten Orte wieder, genau. Ja. Da, Alter, taktisch aufteilen oder taktisch zusammenlaufen? Ich würde zusammenbleiben. Alter, du, hier hat doch die Aufnahme angefangen. Weißt du das noch mit dem Macker drauf schießen? Ja. Ja. Ja, weil ich davon die ganze Zeit spreche. Und ich würde zusammenbleiben favorisieren, weil sowas abschreckt. Wenn da irgendwo ein Einzelner rumläuft und der uns zu dritt sieht, haut er ab. Ja. Hoffe ich.
Oder er hat Eier und rennt rein. Ja. Und hat Luck und erwischt uns alle drei. So, komm, Richtung Kirche, ja? Ja. Schau mal zuerst mal nach deiner Leiche. Geht immer ruhig vor, weil ich bleib nur ja, so ein bisschen. Ja, mir musst du halten. Folgen. Links. Hey, du hast links. Einen scheiß Chili-Suit-Penner, man sieht dich nicht. Nicht hinten. Ah. Links. Alter. Welches ist links denn? Ich sehe nur Bloki, er ist auffällig. Ja, hinter Bloki. Ihn. Vor Bloki, Entschuldigung. Mach so ein bisschen das Schlusslicht jetzt, weil Sniper. Ja. Ja, red dich mal raus, dass du da nicht rein willst. Ne, ich will schon rein. Ich will ja auch was vom Blut abbekommen. So, das müsste tatsächlich die Kirche gewesen sein, glaube ich. Ja, und da bin ich alles abgelaufen. Oder? Das überhaupt? Da habe ich alles abgesucht, aber nichts gefunden. Du, ich glaube... Jetzt sag das nicht, ist nicht die Kirche. Leute, Riesen-Zombie-Schwarm. Oh, fuck. Und attracted. Das ist kein Schwarm, das ist ein Rudel. Attracted, einer kommt. Jungs, bewegt euch. In die Kirche. Wie vorhin. Okay, super. Oh, Fehlermeldung. Geh weg. Ich auch. Wohin? Oh nein, wir haben keine Gasmaske. In die Kirche, in die Kirche. Okay, oh, das, war doch die, das war doch der Platz, den ich vorhin, dem ich gestorben bin. Na dann schau mal, ob du deine Leiche findest. Ich hab gnadenlos versagt. Sieht nicht so gut aus, nee. Gehen wir mal rein und gucken mal, dass die Zombies loswerden irgendwie. In der Kirche wieder, Schrägstrich, immer noch kein Loot. Warum nicht, Alter? Vielleicht ist so eine Antichristenkirche. Müsste erst recht Loot sein, weil die Kirche sich normalerweise alles unter den Nagel reißt. Was machst du denn? Ich tanze. Hat einer eine Axt? Ja. Eine Axt hat jeder, aber jeder hat eine Waffe in der Hand, die er nicht rausgeben will. Aber Bloki hat halt keine Muni in seiner blöden MP5, die er jetzt auch nicht ins Zelt gepackt hat. Also ich habe keine Axt, ich habe eine Pickaxe. Kann man damit aufschlagen? Nee, Augen auspicken nur. Ja und jetzt? Keine Ahnung. Super, wie drei versalzene Muschis gerade rückwärts vor einem Zombie wegrennen. Der Salz. Ey, der Zombie, der ist böse. Bleib doch mal drin, ich guck doch nur. Ja, warum sollen wir da drin bleiben? Da gibt's nichts. Zum Teufel ist meine Leiche da nicht. Wow. Cheating. Da ist der Zombiehaufen. Man könnte an sich... Oh mein Gott, jetzt sind wir schon wieder attracted. Komm, auf geht's. Renn jetzt mal zu der Stelle. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ah, ich blute, ich muss in die Kirche. Ah, fuck. Wow, schon wieder gehauen. Wow, ey, diese scheiß Zombies. Die sind viel zu schnell, ey. Und viel zu buggy. Ja. Bloki rennt auch hier auf der Stelle. Das macht ihr schon wieder. Ich dachte, ihr wolltet weiterlaufen. Ja, ich renne jetzt wieder in die Kirche. Läuft. Ach, da bist und ich du komm wieder raus. Alter, was machen wir denn hier jetzt? Und raus aus der Kirche. Los, raus aus der Kirche. Ja. Und ich wurde getroffen, aber ich blute zum Glück nicht, ausnahmsweise. So, ich versuche jetzt die Stelle wieder zu finden, wo ich den Spieler getroffen habe. Wer blutet? Bloki. Ich blute nicht. Mann. Doch, bei mir blutest du. Ich blute. Oh mein Gott. Bloki. Ich sterbe. So, hier habe ich den Spieler getötet. Und da ist auch noch seine Leiche. Es kann sein, dass da ein Haufen gutes Zeug liegt. Vielleicht bandagierst du dich erstmal, Bloki. Vielleicht habe ich da schon genug. Alter, eine AK. Eine AK? Bloodback? Na klar, hau mich weiter, hast recht. Aha. Wer wird denn von euch gerade totgehauen? Niemand. Ich bin... Ey, hör auf. Eieiei. Ich bin auf den Zombie, der hat Bloki gekillt. Bloki ist bei mir in der Hütte. Was? Nein, Scherz. Alter, ich will dieses scheiß Material haben. Ich geh mal hier ins Eckhaus. Eckhaus? Ja. So, jetzt hab ich's. Kann noch jemand einen Sack Zement mitnehmen oder muss ich selber machen? Wir haben doch genug, Mann. Wir haben nie genug. Wollen wir die AK mitnehmen? Ich nehme mal die AK hinten rein. Das war meine. Ja, ich nehme einfach mal mit. Jupp. Yep.